Hi Leute, was geht ab? Hier spricht wieder euer Random Life und wir sind heute auf der Suche nach einem Eingang zu einem verschütteten Bunker. Wir haben nämlich einige Informationen von älteren Menschen bekommen, dass hier auf diesem Gelände noch ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg vorhanden sein soll. Angeblich mit einer alten Schrift und vielleicht sogar noch ein paar alten Relikten drin. Der Bunker ist seit über 80 Jahren verschlossen. Ihr seht das hier auch. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir den Eingang vermuten. Der hat ungefähr eine Fläche von 1, 2, 4, 5 Meter mal 3 Meter. 5 Meter mal 3 Meter, wenn er hier endet. Könnte aber auch sein, dass er bis hierhin geht. Dann wäre er ungefähr 5 Meter mal 8 Meter. Ich zeige euch das mal. Und von daher, wir vermuten den Eingang entweder in diesem Bereich oder in diesem Bereich. Warum? Hier gibt es verschiedene Bunker auf diesem Gelände. Da zum Beispiel ist noch einer. Ich versuche, die Kamera maximal unten zu halten, damit niemand erahnen kann, wo wir sind. Weil wir wollen natürlich nicht, dass dieses Relikt nach so einer langen Zeit dann irgendwie auf der Urbex-Karte landet oder. Und deswegen, es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir den ausgegraben haben. Aber ich denke, dass wir das packen, oder? Sehe ich genauso. Schaffen wir, oder? Ein guter Ding. Ich auch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Fackeln nicht mehr lange, wir fangen jetzt an mit dem Graben. So viel sei gesagt, wir befinden uns ungefähr 30 Kilometer hinter der deutsch-polnischen Grenze auf polnischem Hoheitsgebiet und haben hier über Internetrecherche diese Anordnung von verschiedenen Bunkern gefunden. Und wir waren schon mal hier und haben oberflächlich nach den Bunkern gesucht und sind auch fündig geworden. Allerdings wussten wir nicht, wo genau dieser Bunker ist, den wir jetzt gerade versuchen auszugraben, und haben dann nochmal einen neuen Anlauf gewagt und hoffen natürlich heute, dass wir hier in den Bunker reinkommen. Jörgi, wie ist es? Aber noch nicht wieder. Sand? Wir das Loch wieder und
hat gerade hier gegraben. Seht mal das Loch an. Ich zeige euch mal, wie tief das ist. Innerhalb von einigen Sekunden hat er locker mal einen Meter gegraben. Und das müssen wir jetzt aufschaufeln, damit wir quasi auch da reinkommen. Ich wollte vorschlagen, ich gebe jetzt Gas und die gucken ein bisschen zu. Kann man schon fast mit Hand machen, ne? Also Leute, auf jeden Fall gut anstrengend. Wir müssen uns auch beeilen, weil hier sind noch einige Fußgänger und wir wollen natürlich hier keine Aufmerksamkeit erregen. Deswegen gebe ich ein bisschen Gas. Mit der Hand ist sogar einfacher. Ist der Boden zusammengesackt? Nee, ich habe den noch großflächig ausgegraben. Okay, ich habe hier Pause gemacht. Ne? Ja. Pause nochmal. Favorite, wenn du das hier siehst, hier wirst du niemals durchkommen. Hallo meine Freunde, also, ihr seht es an meinem Gesicht, ich lächle. Wir haben hier vorne schon, ich zeige euch das mal ganz kurz, ein riesen Loch gegraben und locker mal anderthalb, zwei Meter tief. Und jetzt haben wir es, glaube ich, gefunden, weil da drüben war gar nichts, aber schaut mal. Ich zeig euch das mal. Da unten. Seht ihr den kleinen Spalt? Da müssen wir uns jetzt reingraben. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ja, stay tuned. Bis gleich. So Leute, wir haben den Schlitz gefunden, den Eingang. Aber es ist auf jeden Fall noch richtig viel Arbeit. Richtig viel Arbeit. Wir gucken gerade mit dem Handy rein. Zeig mal. Wir gucken, ob wir da schon was erkennen können. Geht auf jeden Fall groß um die Ecke rum. Da ist auch ein Eingang. Da ist auch ein Eingang. Ah, okay, der eine Eingang ist zugemauert. Da um die Ecke kommst du nicht. Aber die Inschrift hast du noch nicht gesehen, ne? Die werden bestimmt da an der Wand stehen. Ja, muss so. Weil da hinten sind sie ja nicht dran. So Leute, nehmen wir die Lampe weg. So, ihr seid jetzt die Ersten, die quasi mit reingucken. Gerade hier um die Ecke rum. Oh, hilf mir mal raus. Was ist los? Was ist los? Warum bist du so roten Kopf? Ich guck's dir an. Dann weißt du, was ist. Oh, du hast es gleich. Kriegst du einen Arsch an? Alter, Leute. Ohne Witz. Ich habe mittlerweile echt Hoffnungen, dass wir das hinkriegen. Schaut euch mal an, wie wir schon gekommen sind. Wir sind schon über 4 Stunden hier am Graben. Und schaut euch mal diesen riesen Brocken an. Das Ding wie locker? 20? Ja! Brauchst du Hilfe? Alexander, hilf mir nochmal. Nee, das liegt da hin. So, Alter, der braucht hier keine Hilfe. So, rein mit dir. Alter, guck mal, Leute. Weit ist nicht mehr. Leider fängt es an zu regnen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch reinkommen. Drückt uns die Daumen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Kapibara, Kapibara. Ist deiner? Schwimm. Aber nicht da, wo du stehst. Du musst uns zurück. Ja, ich will dir kommen. Nee, du musst da. Achso, wer weg denn? Da kommt er. Guck mal, der kommt gleich, der kommt gleich, der kommt gleich. Guck mal, das Brett. Das ist jetzt loser. Ja, loser, aber noch nicht lose. Ey, los, Süßer. Los, Süßer. Jump. Nein, jump los. Was? Ey, los, Süßer. Ja. Nein, los, Süßer. Was ist das? Kannst du nicht los, Süßer? Nein. Ha? Nein. Frag mich mal. Los, Süßer? Ja, frag mich mal. Was denn? Soll ich fragen? Was ist los, Süßer? Was ist los, Süßer? Ach, ja, aber danke, ich bin süß, danke. Mach das Ding jetzt auf. Ist, wenn er wieder runterrollt und du bist drin, dann kommst du nicht mehr raus. Ja, guck mal, nimm die Lampe mit. Kabel ab. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es als Teamarbeit geschafft. Schaut euch das mal an. Das ja. Riesenloch. In der Ton wird das meiste gemacht.
Alter, wie geil. Adios, Leute. Adios, muchachos. Geil. So, meine Freunde, es ist Zeit. Es ist wirklich Zeit, da reinzugehen. Leute, wir gehen in den Bunker das erste Mal seit der Kriegszeiten ist. Oh, und ich komme hier gar nicht rein. Oh, ich bin viel zu dick geworden. Die liegen noch da. Alter. Gib mir mal das Licht. Alter. Alter. Den Moment genießen. Okay, Lieben. Wir melden uns gleich nochmal zurück. Alessandro hatte gerade die richtige Idee. Warum sofort Videos machen? Warum kann ich einfach mal den Moment genießen? Wir haben jetzt, glaube ich, fünf Stunden. Aber wir haben es geschafft, wir haben den Bunker freilegen können. Und die Inschrift von der damaligen Zeit ist immer noch vorhanden. Unvorstellbar. Ja, an dieser Stelle einfach mal gesagt, wir interessieren uns für die Geschichte, die Ideologie und Nazi legen wir komplett ab. Aber die Geschichte dahinter, jeder, der eine Dokumentation auf N24 guckt, der weiß, was ich meine. Das ist einfach nur Dinge noch vorhanden sind. Ich brauche Licht. Ich brauche Licht. Komm rein, ich muss da durch, Toni. Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Nicht oder, sondern und. Ganz besonders und. Die Relikte aus der damaligen Zeit, die wir auf dem Foto gesehen haben, sind immer noch hier. Wir sehen hier eine Flasche. Meistens ist hier noch ein Datum drunter, hier aber nicht. Was ist das, Olli? Granulat? Sieht schwer danach aus. Gasmaskenfilter. Ach, das ist von der Gasmaske. Das ist die Aktivkohle. Jetzt ist das ein Popo. Auf den Arsch setzen. Ich zieh dich rein. Und? Setz dich auf den Arsch. Eine alte Steckdose. Luftwaffenadler, das passt auch zu dem Bauwerk. Und irgendeine Dose. Heftig, Leute. Absolut heftig. So. Mit den Bildern werden wir uns jetzt verabschieden. Ich werde mich nochmal melden, wenn wir das hier alles zugebuddelt haben. Wir lassen das natürlich nicht so, wie wir das hier aufgebuddelt haben, sondern wir kümmern uns natürlich um die Fachrechte. Fachgerechte Verschließung. So, ob das klappt? Ich glaube, das klappt nicht, Alter. Der kommt doch nie wieder raus. Du kriegst ihn doch nie wieder raus. Der soll die Jacke ausziehen. So, das ist der Eingang, Leute. Kollege ist gerade noch vorbeigekommen. Der kommt jetzt hier noch rein. So. Einfach Füße runter. Ist nicht weit. Füße runter. Ist nicht weit. Ach so. Den pack ihn mal am Hintern. Bililililit. Oh, riech mal dran. Jawohl, noch ein bisschen. Und da. So. Ja, das ist ein Stein. Boah, Olli ist so eine Machete, Alter. Richtiger Zuchthengst. Olli, guck nochmal. Tschüss. Ich bin so auf den Bau geworfen. Ja. Er ist der Bau. Tschüss, Leute. Er ist die Baustelle. Genau so will ich auch. Der hat auch keine Geräte. Guck mal nochmal rein. Jawohl, tschüss. Hat weh? Ey! Leise! Mach Holzbrett vorher. Da, zu dir steht drauf. Ja,
So Leute, wir haben den Bereich um den Bunker wieder so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Selbst Laub haben wir drüber geworfen, zusätzlich nochmal Äste. Und ja, Zeit Adieu zu sagen. Ich hoffe, das Abenteuer hat ein bisschen gefallen. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 6 Stunden gebuddelt und freuen uns jetzt auf jeden Fall auf ein gutes Essen, auf eine warme Dusche. Und in diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.